für mich nicht perfekt sein heißt, komplettes Stück von nichts zu sein und nichts zu können. Das ist halt wie so ein Gedanke, den man hat, so der juckt im Kopf. Und du kannst ihn aber ja nicht kratzen. Mit so einem zwanghaften Perfektionismus strebt man halt nach irgendwas, was es nicht gibt. Weil egal wo du bist, du wirst immer irgendeine Imperfektion finden. Das Allerschlimmste beim Malkurs, was heute passieren könnte, wäre, dass ich direkt in so einen Fluchtmodus gehe. Ich bin Katrin, ich bin 26, ich habe gerade meinen Bachelor fertig gemacht, ich lebe in Berlin und ich leide unter anderem an einem zwanghaften Perfektionismus. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. Wenn ich morgens aufstehe, muss es irgendwie perfekt ablaufen oder ich muss es halt die perfekte Version von dem, was mein Potenzial ist, erreichen. Die Uhrzeit entscheidet halt, ob ich genug geschlafen habe oder nicht. Ich verlasse mich dabei nicht auf mein Körpergefühl, ob ich müde bin oder nicht, sondern ich verlasse mich darauf, dass ich als allererstes, wenn ich morgens aufwache und die Uhrzeit sehe, eigentlich fast 10 Minuten erstmal drüber nachdenke, wie viel ich überhaupt geschlafen habe. Der Kaffee muss jetzt auch perfekt auf einer Höhe sein. Ich trinke halt auch immer gerne aus meiner einen Tasse. Die Kaffeetassen, die ich habe für Kaffee, die bleiben auch meine Kaffeetassen. Aber ich würde jetzt auch nie im Leben diese Kaffeetasse nehmen, weil das ist meine Teetasse. Und daraus trinke ich immer den gleichen Tee. Mach mir morgens auch schon die ganze Zeit Gedanken darüber, was ich im Laufe des Tages alles falsch machen könnte. Also immer wieder, es gibt die ganzen Kritiker von allen möglichen Richtungen. Das ist halt so der Einstieg schon in meinen Alltag. Ansonsten versuche ich halt wirklich mein Gehirn mit irgendwelchen blöden Spielen irgendwie morgens am Laufen zu lassen. So damit mein ganzes Gehirnrattern nicht losgeht, was ich den ganzen Tag jetzt heute eventuell falsch machen könnte. Das hört nie auf. Und deswegen brauche ich so dieses Gefühl von etwas komplett Belanglosem. Mein Kopf selber ist eigentlich so ein ganzes Register an YouTube-Kommentaren, wo Leute von allen Seiten irgendwie argumentieren können. Man hat halt irgendwie die ganze Zeit so eine Diskussion mit sich selber. Eigentlich konstant. So Make-up macht mich halt voll glücklich, weil ich kann dann so in meiner so alles schön durchlaufen, so wie die verschiedenen Produkte zu benutzen sind. Ich finde, das gehört halt irgendwie zu einem perfekten Ich dazu, dass ich mich halt irgendwie dafür morgens fertig mache. Das eine Mal, da war irgendwie so, mein Puder war leer und dann fängt es eigentlich auch schon an, dass man wirklich irgendwie anfängt total zu schwitzen oder so. Also man kriegt halt wirklich irgendwie eine Panik in sich. Dann habe ich auch irgendwie ohne Grund angefangen zu heulen, weil es ist halt jetzt nicht perfekt. Und dann ist das ganze Make-up sowieso hin und ich bin jetzt sowieso hin für den ganzen Tag und kann ich jetzt auch schon aufgeben. Dann habe ich das Haus verlassen an dem Tag, weil was soll ich den Rest des Tages noch machen, wenn das schon schief läuft? Mich stört jetzt hier, dass das hier ein Stück weiter ist. Es sollte immer auf der Linie von dem Nasenflügel sein. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass mir Schweiß runterläuft, bekloppt, was wahrscheinlich auch gar nicht der Fall ist, aber so, ja, weiß ich auch nicht. Jedes Foto, was du mir zeigen könntest, wo ich Make-up getragen habe, wo andere Leute vielleicht auch sagen, das ist jetzt mega perfekt oder so, will ich immer noch mal Fehler finden. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht wirklich so ein Stück mit dem Lippenstift nach oben. Das sieht man doch, oder? Ich würde niemanden kritisieren dafür oder niemanden groß fertig machen, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber ich selber darf das halt gar nicht. Und es geht halt darum, dadurch, dass du bei anderen Leuten die Fehler respektierst, siehst du die anderen als perfekt an und ideal. Und so willst du auch sein. Beim Einkaufen äußert sich mein zwanghafter Perfektionismus, dass ich erstmal mich eigentlich bei Kleinigkeiten nie entscheiden kann. Das fängt an bei was für einer Art von Milch ich nehme.
Also das kann halt sein, dass ich wirklich 5 Minuten lang vorstehe und mir 3, 4 verschiedene Milchdings nehme, weil der ganze Klimawandel stehe ich voll hinter. Deswegen kann ich jetzt aber keine normale Kuhmilch eigentlich kaufen. Das geht gar nicht. Andererseits habe ich jetzt auch kein Geld dafür. Ich bin auch nur eine arme Studentin. Was denken Leute von mir, wenn ich mir jetzt eine Hafermilch kaufe? Wenn Leute im Supermarkt irgendwie bemerken, dass mein Verhalten irgendwie komisch ist, dann versuche ich, dem halt irgendwie eigentlich immer aus dem Weg zu gehen. Also ich versuche mich wirklich außerhalb so zu verhalten, dass ich nicht komisch bin. Sobald ich merke, dass jemand mich irgendwie anguckt oder so, dann laufe ich halt davon weg und laufe lieber im Supermarkt 2 Runden, damit Leute nicht merken, dass ich jetzt mir wirklich die ganze Zeit darüber Gedanken mache, was ich für eine Milch hole. Und dann laufe ich halt gerne nochmal 2 Runden durch. Dadurch, dass ich jetzt noch mehr analysiere, warum ich diese Entscheidung treffe, verurteile ich mich halt noch mehr, weil es halt wirklich aus meiner Sicht absoluter Schwachsinn ist, warum ich das danach aussuche. Aber wenn ich da drin stecke, dann stecke ich da halt drin und kann das halt dann nicht abstellen. Ich war schon immer irgendwie so ein Charakter, der viel über Sachen nachdenkt. Es kam immer mehr dieses so, Katrin, du musst dich einfach mal entspannen. So, wenn du es halt na nicht kranken Person sagst, die würden das dann wahrscheinlich auch einfach annehmen und machen. Aber ich setze das dann wieder so, ja nee, das Leben sagt mir nicht voraus, dass ich mich entspannen soll. Dass ich diesen Knackpunkt wirklich hatte, dass es mir so, so schlecht geht, da waren schon 5 Millionen Warnzeichen vorher. So Nervosität, aber da dachte ich so, ja, es ist halt normal so. Ich war 2,5 Jahre in Holland zum Studium und da zum Ende hin gab es ein Riesenprojekt, wo ich dann gemerkt habe, dass irgendwas echt nicht okay ist und mein Kopf zu sehr auf eine Panikmodus reinläuft, wenn irgendwas nicht perfekt läuft. Ich habe halt wirklich nur eine Datei geöffnet und musste nur einen Satz schreiben und es kam halt wirklich eine Panik hoch. Also ich habe gezittert am ganzen Körper, ich habe Schweißausbrüche bekommen, mir wurde wirklich heiß und kalt, also wie so eine Fieberattacke fast schon. Und irgendwann habe ich dann erstmal geheult. Ich habe den Laptop wieder aufgemacht und es fängt wieder los. Also direkt Alarm, 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 alles, alle roten Lichter am Kopf. Und dann ging halt wirklich auch gar nichts mehr. Also ich habe nur noch richtig bitterlich geheult. Dann habe ich irgendwann meinen Vater angerufen, habe nicht mehr Hallo gesagt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Keine Ahnung. Dann musste ich halt auch wirklich abgeholt werden. Also es ging nicht, ich musste einfach aus dem ganzen Umfeld einmal raus. Mein Vater hat mich aufgefunden dort. Man kann sich's vorstellen, wie wirklich ein kleines 10-jähriges Mädchen. Es ging ja keine körperlichen Funktionen mehr. Ich habe mich nicht mal umgezogen morgens. Also es ist ja wirklich, es funktioniert nichts mehr. Ich konnte mein Zimmer nicht mehr aufräumen in dem Moment vorher. Ich konnte mich nicht mehr anziehen. Also mein Vater musste mir Klamotten schnell einfach hinlegen und sagen, es ist scheißegal, was du jetzt anziehst. Hauptsache, du gehst jetzt nicht in deiner Pyjama-Hose aus dem Haus so. In dem Moment war einfach die Riesenenttäuschung in mir selber. Ich bin jetzt halt ein kompletter Versager. Und selbst da hatte ich schon wieder das Gefühl, ich falle jetzt jemandem zur Last und alle werden jetzt sauer auf mich sein. Januar 2018 habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Einen Monat später habe ich dann meine Anmeldung an diese Klinik geschickt. Und dann bin ich direkt von einem Tag auf den anderen eigentlich schon hingefahren. Am ersten Tag dachte ich halt wirklich so, scheiße. Also ich bin jetzt ganz, ganz unten in meinem Leben. Es hat, glaube ich, auch echt 2 Wochen dort gedauert, bis ich erstmal so klar kam. So, ich bin jetzt in der Klinik und ich kann mich jetzt auch wirklich auf die Therapie einlassen. Einer der Punkte, wo das dann auch wirklich klar war, dass es halt jetzt nicht nur eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung ist, sondern ich habe auch zwanghafte Teile da drin. Und dann zum Beispiel, als ich aufschreiben musste, was sind so meine Glaubenssätze. Und einer meiner Glaubenssätze war halt, ich darf keine Fehler machen. Als ich in der Klinik war, habe ich halt die Diagnose bekommen. Borderline-Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und zwanghaften Merkmalen. Ich dachte, ich bin halt jetzt in so einer Sackgasse. Ich habe jetzt diese Krankheit und das wird jetzt auch nie besser werden. Und jetzt, wo ich die habe, bin ich halt auch wirklich krank. Punkt. Und ich bin jetzt ein schwacher Mensch. Ich habe halt nicht unbedingt gelernt, dass man auch, wenn man Fehler macht, trotzdem bedingungslos geliebt wird. So. Auch eine Großmutter, die erzkatholisch ist,
Und ich war halt nicht das Mädchen, was in weißer Strumpfhose und weißem Kleid und wie auch immer sich immer perfekt benommen hat. Und da war dann halt schon immer, so benehmen sich Mädchen nicht. Und auch Mobbing in der Schule, weil ich halt einfach nicht so das Mädchen war, was man wollte. Ich habe immer irgendwie meinen Mund zu weit aufgemacht, immer irgendwas gesagt, was man einfach nicht sagt. So, und ich war auch auf einer katholischen Schule und es ging immer viel darum, dass man sich halt benimmt. Also du machst eigentlich über 10 Wochen ein Training für deinen Kopf. Ein Training für deinen Kopf und deine Seele, wie du verschiedene Skills umsetzen kannst, damit du mit den alltäglichen Sachen klarkommst. Es gibt halt einfach ganz stumpf Zeiten, wo mein Gehirn nicht so viel Serotonin und Dopamin produzieren kann wie andere. Und das muss ich mir auch irgendwann klar machen. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Das ist jetzt keine Charakterschwäche an dir. Es ist eine wirkliche Störung, die du hast, eine Krankheit, und dafür kannst du nichts. Ich versuche jetzt auch schon in meinem Kopf durchzurattern. Bitte muss ich alles gesagt haben. Ich muss jetzt alles gesagt haben, damit es klar wird, dass ich das habe. Also mir geht es insgesamt nach der Therapie eigentlich immer viel besser. Also ich beschreibe das immer so, dass das wie so ein Knopf, der rausgezogen wird, wo erstmal so der Druck abgelassen wird. Man sollte aufhören, alle seine Verhaltensweisen so krass zu bewerten. Und das ist halt so das Wichtigste, was ich aus der Therapie gezogen habe. Ich bin halt so, ich habe halt meine Knacksis und reagiere auf Kleinigkeiten, wo andere sagen, so, was ist denn dein Problem jetzt? So reagiere ich halt so, wie ich reagiere. Also ich bin jetzt vor dem Malkurs auf jeden Fall schon mega aufgeregt, weil ich habe keine Kontrolle, was auf mich zukommt. Also das ist jetzt eigentlich das erste Mal seit der Therapie, also seit über 1,5 Jahren, dass ich mal wieder so ein Hobby in Angriff nehme. Und jetzt nochmal mit so jemandem, der das einfach zeigt, das ist nochmal eine andere Nummer. Am liebsten würde ich jetzt sofort weglaufen. Mit so zwanghaften Merkmalen und das recht, wenn es um Perfektionismus geht, ist es halt extrem schwierig, Hobbys zu haben, weil ich habe das Gefühl, da muss jetzt ein Bild rauskommen, da muss was Schönes rauskommen und das muss ich anderen zeigen und das muss schön sein. Ist das ein Problem, wenn das Blau schon im Schwarz mit drin ist? Oder ist das, du hast ja hier Schwarz. Das kannst du nicht nehmen. Blau mit drin. Guck mal, aber hier an der Seite, okay. Ist, glaube ich, noch ganz gut, oder? Okay. Probier es mal. Ja, sieht gut aus. Alles klar. Okay. Dann geht's los. Angeblich sieht's gut aus. Findest du nicht? So, Achtung. Ihr fangt gerne oben an. Spaß habe ich auf jeden Fall, aber zur gleichen Zeit auch Stress. So. Also, realistisches Gehirn sagt, es ist okay. Meine Magengrube dreht sich trotzdem alle 2 Minuten nochmal 5-mal um. Macht jetzt auch Spaß. Also, wenn ich dann nochmal hinterhergehe, macht es auch Spaß. Was du auch wieder gemacht hast, dein Kopf ist so, dass du hier so eine schöne Ordnung reingebracht ja. hast. Ne? Schön symmetrisch. Ne? Und das ist in der Natur eigentlich ja. so, dass man versucht, was Unordentliches reinzubringen. Genau, und die Innenseiten musst du natürlich auch ein bisschen ausfüllen. Reicht schon, reicht schon. So ist es jetzt ja ungleichmäßig. Ja. Das fällt mir gerade gar nicht leicht, den Pinsel irgendwie dann liegen zu lassen, wenn es noch nicht perfekt ist. Aber das muss ich ja lernen. Also jetzt so das Bild zu zeigen, ist mir noch voll unangenehm, weil ich jetzt immer noch die unperfekten Sachen sehe. Kannst du dich trotzdem überwinden und das Bild noch holen? Ja. 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 Das ist viel zu grau. Ich hätte hier viel weißer machen können. Hier ist irgendwie so ein Balkenabschnitt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war ein Erfolgserlebnis heute, weil einfach aus meiner Komfortzone da rauszukommen. Und ich habe es gemacht und ich habe es jetzt überlegt. Und es war nicht schlimm, sondern so egal, wie du es machst, du machst es gut. So. Oh, geil. Mentale Krankheiten sieht man erstens nicht. Menschen sollten einfach viel, viel mehr drüber reden, was in ihnen los ist. Und es ist vor allem auch wichtig, dass Leute merken, man muss halt einfach nicht alles perfekt machen.
das perfekte Model, was auf jedem Foto perfekt aussieht, ist so oft leider halt einer dieser tragic Persönlichkeiten, die halt eine Fassade aufhaben. Und Leute, die immer perfekt sind, sind oft auch die Leute, die immer unglücklich sind, weil du wirst erst glücklich, wenn du merkst, es kann halt nicht alles perfekt sein. Dieser Gedanke, wenn andere Leute sagen, so ist doch eigentlich voll schön, perfekt zu sein, es ist genau das Gleiche, was in meinem Kopf abgeht. Also natürlich, für diesen Beitrag wollte ich auch gar nicht erst, also hatte ich schon oft überlegt, nicht mehr zu machen, weil ich genau dachte, dass doch andere Leute denken, dass es gut ist, perfekt zu sein. Aber das hat ja eigentlich was damit zu tun, dass du immer nach was strebst, was dich nie glücklich machen wird. Und immer, immer, immer 24/7 diesen Stressfaktor in dir hast. Habt ihr selber zwanghaften Perfektionismus oder habt schon davon gehört? Dann teilt gerne eure Erfahrungen oder teilt auch gerne eure Fragen unten in den Kommentaren. Und wenn ihr weitere spannende Videos sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Tutoku-Kanal.